Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Vieles dreht sich für euch um Partnerschaft, Flirt und neue Bekanntschaften. Ihr habt viele anregende neue Möglichkeiten, aber zwischendurch verliert ihr auch mal die Lust. In der zweiten Monatshälfte gibt es gute Tendenzen für alle festliierten Wassermann-Geborenen. Falls ihr eine Beratung in einem ganz persönlichen Anliegen braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein Exemplar meines Lilith-Buchs zu gewinnen. Das ist jetzt ganz neu in der dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Und ich schreibe euch auch gern eine persönliche Widmung rein. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir uns die Tendenzen für den Juli an. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Inzwischen ist der Mars hier in eurem Zeichen rückläufig geworden. Bemerkt ihr das schon irgendwie? Vielleicht durch aufkommende Selbstzweifel oder weil ihr keine Lust mehr auf eine Sache habt, die euch vor ein paar Wochen noch total begeistert hat? Solche und ähnliche Gefühle sind in den kommenden beiden Monaten ganz normal. Lasst euch davon möglichst nicht aus der Ruhe bringen. Entscheidend ist, dass ihr mit den Menschen, die euch wichtig sind und mit denen ihr näher zu tun habt, also Lebenspartner, Familienmitglieder, Freunde, aber auch Arbeitskollegen, im Gespräch bleibt. Und sie informiert, wenn es in irgendeiner Sache bei euch nicht weitergeht. Sonst könnte man euch für unberechenbar und unzuverlässig halten. Wenn es um Absprachen geht, solltet ihr die einhalten, selbst wenn es euch lähmend schwer vorkommt. Und wenn ihr aktuell Verabredungen trefft, dann überlegt euch vorher schon, ob ihr das auch wirklich durchziehen wollt. Lasst in den nächsten beiden Monaten ein bisschen Luft im Kalender und nehmt euch nicht zu viel vor. Das gilt auch für den Urlaub. Wenn ihr frei habt, solltet ihr einfach mal die Seele baumeln lassen und nicht alles mit Aktivitäten vollplanen. Dann müsstet ihr mit dem rückläufigen Mars ganz gut klarkommen. Gegenüber vom Mars steht die Venus und außerdem noch der Merkur und der Mondknoten in eurem Partnerhaus. Deswegen sind die Zeiten für alle Wassermanns-Singles sehr aufregend und anregend und versprechen viele neue Begegnungen. Die Sonne steht im Zeichen Krebs und bildet in den ersten Tagen, in den ersten 10 Tagen sogar des Monats sehr gute Aspekte, die euch beruflich zugutekommen. Deswegen, wenn euch ein neuer Aufgabenbereich angeboten wird oder ihr die Möglichkeit erhaltet, mehr Verantwortung zu übernehmen, dann schlagt zu. Das wird sich auch positiv auf die Finanzen auswirken. Und da ist es dann einmal mehr wichtig, dass ihr euch an gegebene Zusagen auch haltet. Auch wenn euch der rückläufige Mars zwischenzeitlich schlapp und träge macht, da ist dann Disziplin gefragt. Das Blöde ist halt, dass der Mars die Willenskraft und den Handlungsimpuls regiert, sodass man manchmal einfach nicht will oder einen inneren Widerstand gegen die Aufgabe verspürt. Da müsst ihr Mittel und Wege finden, euch zu motivieren. Zum Beispiel, indem ihr euch klar macht, dass es später positive Konsequenzen haben wird, wenn ihr euch jetzt überwindet, Dinge durchzuziehen. Am 10. Juli geht die Venus ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann bei euch für die kommenden knapp 4 Wochen den Bereich der festen Partnerschaften, wo man sich tiefer einlässt und Verbindlichkeiten eingeht. Aktuell bildet sie bis zum 18. Juli sehr schöne Aspekte, die euren Familienzusammenhalt stärken. Das kann auch eine gute Zeit sein, eine Anschaffung zu tätigen und dabei dürft ihr mit finanzieller Unterstützung von Seiten der Familie rechnen. Am 13. Juli haben wir den Neumond im Zeichen Krebs und der fällt bei euch in den Jobbereich. Vielleicht könnt ihr die Konstellation nutzen, um darüber nachzudenken, wie ihr eure Arbeit neu strukturieren könnt, sodass bestimmte Abläufe weniger mühselig sind. Dieser Neumond beeinflusst euch auch gesundheitlich. Deshalb denkt auch ruhig darüber nach, wie ihr aus feinstofflichen Quellen Regenerationskräfte beziehen könnt. Da ist einiges Potenzial für euch drin, wenn ihr euch auf Meditationstechniken oder andere geistige und spirituelle Übungen einlasst. Weiterhin ist es eine gute Zeit, um von etwas Altem loszulassen, vor allem auch im Bereich der Gesundheit. Also ihr könntet euch zum Beispiel von einer schlechten Angewohnheit trennen, etwa indem ihr mit dem Rauchen aufhört oder etwas Ähnliches.
Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer kosmisches Partnerhaus hier. Und dann beginnen die aufregendsten 10 Tage des Monats, denn es gibt viele Spannungsaspekte zur Wassermannsonne und eben auch zum Mars, der in eurem Zeichen steht, ganz besonders für die erste Dekade. Wichtig ist zu erwähnen, dass vom 29. Juli bis 6. August die Verletzungsgefahr erhöht ist. Und zwar besonders für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 20. und 24. Januar Geburtstag haben oder wenn ihr bestimmte Planetenpositionen auf 1 bis 5 Grad Wassermann habt. Das müsste man dann in einer persönlichen Beratung oder in meinem Webinar Antonias Sterne mal klären. Passt in dieser Zeit gut auf euch auf und lasst bei euren Aktivitäten Ruhe und Umsicht walten. Am gefährlichsten ist Hektik unter Zeitdruck. Am 26. Juli wird der Merkur rückläufig im Löwen und ebenfalls in eurem Partnerhaus. Und diese Phase geht bis zum 19. August. Da nehmen die Missverständnisse zu und ihr müsst aufpassen, dass Liebesnachrichten nicht falsch verstanden werden oder dass ihr vielleicht eine aufregende Verabredung verpasst, weil im entscheidenden Moment der Handyakku alle ist oder ihr keinen Empfang habt, um den Ort auf Google Maps zu finden. Die kosmische Spannung gipfelt dann in der Mondfinsternis vom 27. Juli und die findet auf eurer Beziehungsachse statt. Und der Mars ist beteiligt. In diesen Tagen wird es schwer für euch, sich so zu verhalten, dass alle zufrieden sind. Die Menschen fühlen sich auch durch nichtige Anlässe in ihrem Stolz und ihrer Würde verletzt und reagieren darauf extrem emotional. Aber ihr könnt mit eurer Ausstrahlung und eurem Charisma punkten und Situationen mit Humor retten. Immerhin, ihr könnt rund um die Mondfinsternis einen Seelenpartner treffen. Aber ihr müsst echt damit rechnen, dass es rund um eure Begegnungen zu vielen Irrungen und Wirrungen kommen kann. Wie in einem kitschigen Liebesroman. Andauernd denkt einer, der andere würde ihn im Grunde gar nicht lieben. Man redet aneinander vorbei oder die Umstände sind so, dass man sich verpasst. Es kann auch sein, dass Begegnungen euch an eure eigene Vergangenheit erinnern und dass es da für euch selbst innerlich noch etwas zu klären gibt. Denn der Mars steht am absteigenden Mondknoten und ist auch noch rückläufig. Und das ist eine Konstellation, bei der sich das Karma zeigt, was man durch früheres Verhalten aufgebaut hat. Deshalb, selbst wenn eine Begegnung oder ein neuer Flirt schief geht, ist es doch eine wichtige Lernerfahrung für euch. Damit geht ein aufregender Monat zu Ende und im August wartet dann die nächste Sonnenfinsternis bei euch im Partnerhaus. Der Sommer bleibt spannend. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.